Servus, meine lieben Rosen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich kann das erklären, was hier passiert ist. Ich wollte eigentlich nur einen Augenzeugen erledigen und dachte, damit geht mein Bekanntheitsgrad runter. Ah, genau das Gegenteil, was passiert ist. Reden wir nicht drüber. Reden wir besser nicht drüber. Und gehen wir hier zu dem Borgia-Turm. Borgia-Turm sei schon hier, Templerfeste. Mein Gott, Borgia-Turm war ja in... Brotherhood. Vom Prinzip her das gleiche. Was musst du denn noch alles freischalten? Also ich muss halt noch die Aussichtspunkte machen, muss noch ein paar Gebäude kaufen. Das ist schon mein Gebäude. Ich muss noch ein paar Gebäude kaufen. Und halt die Templer vertreiben. Und dann halt die Hauptstory. Ich glaube, am meisten sind es tatsächlich Gebäude, die ich noch freischalten muss, einfach weil ich ja relativ am Anfang wenig Geld hatte und auch wenig reingekommen ist erstmal. Aber das ändert sich ja jetzt gleich. So. Schlag zu! Los! Nicht zu weg hier! Einfach nur weg hier! Brech. Jetzt! Los und weg. Na, brech. Nur wer lebt, kann kämpfen. Lass mich los! Ich muss den Typen da kriegen. Diese feige Sau. So. So, jetzt können wir uns um euch kümmern. Ja, schon so. Mit der versteckten Klinge kann man auch manchmal ganz coole Kombinationskills machen. Ne? Okay, die haben gar keinen Bock mehr auf mich, wenn ich den Chef von ihm abknall. Okay. Nadine, vielen Dank für deinen Lurky. Vielen Dank. Wir stechen mal eben kurz den da vorne noch ab, den Zeugen. Sonst sollten wir wieder anonym sein. Ja, hallo. Nicht schlecht. Nur wer lebt, kann kämpfen. Ja, hau du mal lieber ab. Wo ist der lang? Da! Streck die nieder! Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Weißt du was? Das ist Spiel für zwei mit Schießen. Kann ich auch. Ich habe auch so ein Schießeisen. Ja, ich wollte jetzt aber ganz gerne einmal hier hoch, den da oben nochmal zu erledigen. Um
bekommen jetzt hier diesen Turm. Anzünden tun wir den ja hier nicht mehr. Das war ja in den Brotherhood. Aber das Leuchtfeuer entzünden, so war das. Aussichtspunkt 20 von 22. Checkpoint erreicht. Und da hoch würde ich gleich ganz gerne trotzdem. Dann komme ich sogar. Schön. Was für zwei neue Assassinen? Willen. Kontrolle über Konstantinopel. Kann ich das irgendwo auf der Karte einsehen, wie bei Brotherhood, wie viel wir jetzt hier unter Kontrolle haben? Ich glaube tatsächlich einfach, dass die Templer einfach jetzt auch einfach gar keine Kontrolle mehr haben. Kann das? F3, Templer-Assassinen-Einfluss. Ich glaube, wir haben die Templer schon komplett vertrieben. Das wäre sehr, sehr schnell gegangen, wenn ich ehrlich bin. Was mich dann so ein bisschen rätseln lässt, wie lang das Spiel denn insgesamt überhaupt wird. Oder ob halt, wie gesagt, das Ganze in mehreren Städten stattfindet. Null Templerfesten über. Okay, Templerfesten haben wir alle. Templerfesten haben wir alle. Es fehlen noch zwei Aussichtspunkte. Ich glaube, die haben wir auch beide schon offen. Ist ja einmal der da hinten. Ah ne, zu dem kamen wir noch nicht hin, ne? Ja, zu dem kamen wir noch nicht hin. Auf dem Weg können wir mal eben kurz noch weitere Gebäude freischalten. So, runter. Und dann gehen wir mal weiter Richtung Hauptquest. Ist das denn oder sowas? Bitte, Effendi, ich bin doch nur ein einfacher Mann. Ja, mit dem Geld. Hier rüber, ja. Wir müssen ja auch ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Also kaufen wir aber die ganze Stadt wieder auf. Aber wie gesagt, wenn das Spiel nur in der Stadt hier spielt, dann glaube ich, wird das insgesamt nicht allzu lang werden. Oder ich bin einfach wirklich im Moment recht gut drin in dem Spielfluss und komme deswegen so gut voran. Das kann natürlich auch sein. Halte ich für ein sehr unwahrscheinliches Gerücht, aber es kann sein. Ich habe Wickel mit Sumpfmoos und Knoblauch im Mund gerufen. Das benötige ich hier heute. Jetzt heilen, bitte, Dankeschön. Zurück. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Ja, mach ich, kein Thema. Konntet ihr irgendetwas aus der Gießerei retten, bevor sie sie geplündert? Alter, was ist los mit euch? Was ist hier los? Ich werde wahrscheinlich tatsächlich echt morgen sage ich schon, Mittwoch, werde ich mir viel Zeit nehmen, die ganzen Videos auf YouTube hochzuladen, die ich noch auf der Platte habe. Und Lilly, danke für die 10 Biddies. Ich hoffe, du bist gut in den Montag gestartet. Oder in die Woche. Ihr fürchtet um die Sicherheit eures Heims? Ich werde da wahrscheinlich hingehen und Mann, ich wollte hier nichts kaufen. Doch, wollte ich wohl. Ich wollte Munition kaufen. Und wahrscheinlich werden die Videos hochladen, weil dann kann ich nichts online spielen. Werde ich wahrscheinlich mit Manorlords anfangen, weil ich bin ja schwach, ne? Ich bin ja schwach und musste mir dieses Spiel kaufen. Bitte, bitte. Ja, ja, typischer Montag. Das klingt nicht so gut. Typischer Montag klingt prinzipiell eher nach einer Karre Mist. Kugeln will ich kaufen.
Ja. Wurfmesser würde ich auch einfach mal kaufen, wenn ich sie gerade nicht dabei habe oder nicht voll habe. Armbrust, schnell. Okay. Erzählt euren Freunden von mir. Ein bisschen Geld haben wir noch. Wir können ja noch. Wir können bestimmt noch die Bank hier freischalten. Wir können bestimmt. Ja, 7.15 Uhr Haus verlassen, gegen 17 Uhr wieder rein. Ja, also wie immer. So viel zu tun immer auf Arbeit. Es ist schon fast 10 Stunden weg. Oder hast du einen recht langen Arbeitsweg? Was kann ich denn heute für euch tun? Warte mal, das ist ein Buch. Ist das der? Das ist der Arzt. Warte mal, wo ist denn dann der? Die Bank ist ja irgendwo hier vorne. Ihr müsst mir helfen. Ich muss gar nichts. Geh weg. Aus dem Weg. Oh, hier oben bestimmt in der zweiten Etage. Alle beisammen. Irgendwo hier könnte. Ah, ist die Bank. Ne, ich fahre nur 15 Minuten zur Praxis, aber die Patienten. Nee, da kann ich nicht. Boah, die Uhrzeit schaffe ich es nicht. Das ist mir zu früh. Das ist mir zu spät und so weiter und so fort. Okay. Verstehe. Geld abheben kann ich gerade noch nicht wieder. Wir gucken mal kurz, ob wir den Buchhändler hier noch machen können. Aber bei ne, 634 kriegen wir keinen Buchhändler gekauft. 643 so rum. Dann machen wir jetzt weiter bei der Story. Erstmal bei dem nächsten Aussichtspunkt. Und dann haben wir nur noch da hinten im Hafen den letzten. Da müssen wir mal gucken, wann und wie wir da reinkommen. Ja, da müssen wir mal gucken, wann und wie wir da reinkommen. Rentnerteil ist am schlimmsten. Von 10 passiert bei mir nichts. Was? Wann? Um 10 passiert bei mir nichts. Von 12 bis 15 ist Mittagsruhe und alles nach 16 Uhr ist mir zu spät. Aha. Ist der betrunken? Ja. Rentner und Arbeitslose haben meistens am wenigsten Zeit, oder wie war das auch gleich, ne? Reißt die Herzen der Gotteslästerer aus ihren Körpern. Da müssen wir hin. Ist das nicht gefährlich? Festgesetzt und ausgemerkt werden. Die Bürger sollen wieder frei. Also das war jetzt so, dann klettern wir mal kurz hier ein bisschen rüber. Diese Assassinen sind brutale, kaltherzige Mörder. Wir müssen mit den Byzantinern kooperieren, um sie niederzuschlagen. Was machst du da? Oh, Ezio. Ezio. Ganz vorsichtig bleiben. Ist halt der vorletzte Aussichtspunkt hier jetzt, ne? Also krass, ich bin mal sehr gespannt, wie lange die Hauptstory dann dementsprechend geht. Also,
Da bin ich wirklich sehr fasziniert aktuell von, dass das doch sehr schnell ging jetzt hier mit den ganzen Aussichtspunkten. Genau, er springt von da oben in den Busch rein. Hier kommt 5 Stunden Nebenstory, 20 Minuten Mainstory, Spiel vorbei. Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben ein bisschen länger Mainstory. Aber ich meine, ich habe jetzt von der Stadt 21% ausgebaut. Mir fehlt ein einziger Aussichtsposten. Die Templer haben wir überall vertrieben. Es ist halt die Frage, ob das Spiel mehr als nur diese eine Stadt ist. Das werden wir bestimmt noch raus. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Ich finde es auch schade, dass gar keine Flugblätter mehr hier irgendwie verteilt werden, die ich einfach abreißen kann, um mich ein bisschen anonymer zu machen. Das war eigentlich mal ganz praktisch. Jetzt müssen wir halt entweder sehr überteuert die Typen bezahlen. Hinten lässt du wohl los. Oder halt hoffen, dass wir irgendwo Augenzeugen finden, die wir umlegen können. Die sind selten. Kann ich nicht sagen, mag es jetzt nicht. Aber umso mehr freut es mich, dass du dann trotzdem reinschaust. Man muss ja auch nicht jedes Spiel mögen. Herr Support und so. Freut mich, das freut mich sehr. Also der Support, der dann noch gegeben wird, wenn man eigentlich etwas spielt, was jemand gar nicht mag, das sagt auf jeden Fall schon mal eine Menge aus. Überwältige Minnesänger. Barden aus Italien. Nun, das kann ja heiter werden. Ist das so? Justi. Passiert da? Soll das so? Okay, das waren dann offensichtlich 3. Und hier ein bisschen stänkern. Yoga zum Beispiel. Oder den Streamer. Es ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ein E. Hier auch irgendwie keiner irgendwie mitkriegt, dass wir hier mit 3 Bewusstlosen durch die Gegend laufen und ihr es erstmal hier ins Heu werfen. Oh, puh. Was mit mir? Ich möchte mit euch reden. Ich kenne den Mann. Nein. Mich kennt hier niemand. Ich will auch niemanden kennen. Alle keine Ahnung, wer ich bin. Ein edler Mann vor mächtigen Herrn beschützet er die Armen. Der Damenwelt gibt Hoffnung er auf. So.
Einmal alle umbügeln. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Marcelle Deil, ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Mhm. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Ich habe kein Geld mehr, ich bin ein armer Schlucker. Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt und kaum dem heiligen Stuhl besetzt. Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Bonsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Hey. Ihr klingt wie eine sterbende Katze. Stolz Romana ist die Eisernfrau, die Rose aus edler Glut. Weckt in uns noch im toten Fleisch, selbst Steine spüren die Wut. Ich glaube es da? Nicht, ich stehe und sing, verschwende meine Zeit. Pekala. Doch ihr, geht die hinein ihr und da sitzt den Gästen und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Schön. Wenn das gereicht hat, um hier reinzukommen, uiuiui, das kann nicht besser. Eliminiert Templer, Attentäter. Von diesem Sephardim sieht man jetzt mehr und mehr auf den Straßen, bald sind sie in Überzahl. Sich so schnell nicht verkaufen können. Sogar für dich war das recht hart. Sag, hast du Durst? Wir könnten das Gasthaus des Venezianers inspizieren. Aber das ist ja jetzt kein... Lucretia war liebestoll, so singen es die Lieder. Doch manchem Mann bliebe das erspart, hätt sie noch zwei, drei Brüder. Ich bin verwirrt. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Kreativ ist er ja, ne? Kreativ ist er ja. Verzeiht, ich muss wohl meine Medizin vergessen haben. Ihr Schönen aus Firenze, ihr macht mein Herz vibrieren. Doch halt dich fern der Mädchen Roms, sonst brennt's beim Urinieren. Sonst brennt's beim... Bitte! Nicht. Oh, was für ein Spaß! Ich sing auf Italiano, ihr nichts versteht und... Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Süleyman? Kann man den anstellen? Ich hoffe doch. Wir brauchen den. Also bei jeder imperialen Feierlichkeit brauchen wir ihn einfach. Weil das Ding ist, man muss ja überlegen, er ist ja Italiener. Er singt ja theoretisch auf Italienisch. Und hier versteht wahrscheinlich keiner Italienisch. Und der labert halt einfach nur irgendeinen Stuss und die denken, Alter Junge, geil, das ist jetzt italienischer Minnesang, Alter. Richtig gut. Ich lieb's ein wenig. Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman. Des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefeh. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed. Des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe! Salinija!
Kommt. Wir haben noch Byzantiner zu finden. Aber Byzantiner finden wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias. Und bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.